Kosowski ist kurz davor, in den Tisch zu treten. Insofern etwas Besonderes, da dieser Mann eigentlich die Ruhe selbst ist. Ganz introvertierter, stiller Typ. Und da sieht man die Klasse von Jan-Ove Waldner, der dadurch kluge Richtungswechsel, wie hier eben die Initiative übernimmt. Kosowski da hinten hin und her fällt. Hier am Ende hat Waldner noch ein bisschen Glück, was Kosowski den Fehler macht. Der Schwede kann sich jetzt den ersten Matchball holen. Den kann er nicht nutzen, Jan-Ove Waldner. Bin gespannt, wie er jetzt aufschlagen wird. Jakub Kosowski. Ja, mit dem Topspin in den Vorhandbereich von Waldner hat der Schwede große Probleme. Will er fast aus dem Stand spielen. Kosowski kann die Niederlage abwenden und holt sich Satz 4. Er zwingt den Entscheidungssatz. 12:10 für den Polen und Jan-Ove Waldner ist sauer. Aber auch hier wieder einfacher Fehler. Steht er eigentlich, hat alle Zeit der Welt und trifft den Ball dann mit der Kante. Timo Boll spielt Tenergy mit der neuen Spring Sponge Technologie. Schmale Noppen und die spezielle Luftblasenstruktur im Schwamm geben dem Ball Tempo und Spin. Wie frisch geklebt. Tenergy, neu von Butterfly. Mehr auf butterfly-world.com. Jan-Ove Waldner mit dem besseren Start. Wird sich natürlich jetzt gleich versuchen abzusetzen in diesem Entscheidungssatz. Aber wieder das gleiche Spiel, der Aufschlag von Waldner zu lang, der Topspin von Kosowski in die Mitte
Weidner muss sich bewegen, möchte aber mit der Rückhand spielen und macht den Fehler. Eigentlich unverständlich, warum Kosowski hier so vermeintlich leichte Fehler macht. Eigentlich ein konstanter Spieler, der durchaus seine Klasse immer wieder zeigt. In dieser Saison schon mit Siegen über Lars Hielscher und Thomas Pavelka, nur verloren gegen Björn Baum, den Nationalspieler aus Grenzau. Und da sieht man ihn öfter mit solchen Bällen und Punktgewinnen wie eben hier, die aggressive Rückhand. Ja, und den Fehler darf Jan-Uwe Weidner natürlich im Leben nicht machen. Hat er eigentlich alle Zeit der Welt. Hat deshalb auch gerade eben das Timeout genommen. Genau, jetzt zeigt es an, das T. Verstehe auch nicht, warum Weidner in diesen Situationen nicht mal in die Rückhand von Kosowski wechselt. Spielt in den Topspin, Topspin-Rallies fast immer über die Vorhand vom Polen, der sich so dann immer wieder aus der Bedrängnis selbst hinausziehen kann. Der Ballwechsel, wie Weidner ihn haben möchte. Und Kosowski tut ihm den Gefallen, spielt den Ball genau in die Rückhand. Und Jan-Uwe Weidner ist in seinem Element. 5:5. Jeder Punkt jetzt. Ein kleiner Matchball. Den ersten macht Weidner. Für den Schweden, ganz brenzlige Situation jetzt für Kosowski, der jetzt unbedingt punkten muss. Das Timeout hat er nicht mehr, das ist schon weg. Da hat er erst Glück mit dem Netzball, aber danach dann eben wieder die Taktik des Polen, den Topspin hier jetzt über die Mitte von Weidner zu spielen. Der steht wieder falsch und macht den Fehler. Auch Jan-Uwe Weidner. Ganz schlechter Rückschlag von Schweden. Viel zu hoch in die Vorhand von Kosowski. Und danach dann zweimal der kurze, trockene Schuss. Hier Nummer 1 und Nummer 2. Kosowski macht den Fehler, muss sich aber auch die Frage gefallen lassen, warum er ihm da genau einen Schläger spielt.
Wieder gerät Jan-Ove Waldner der Aufschlag zu lang. Ein richtiges Nervenspiel jetzt hier für die beiden. Kosowski mit dem kleinen Vorteil, jetzt selber Aufschlag zu haben. Neun zu neun. Wer holt sich jetzt hier Matchball? Jan-Ove Waldner. Nach dem Matchball im vierten Satz jetzt die zweite Möglichkeit, sein Team aus Fulda hier mit 2 zu 1 in Führung zu bringen. Aggressiver Rückschlag haben wir so vorher noch nicht gesehen. Aber Kosowski wehrt auch Matchball Nummer 2 ab. Mit dem Rückhand Topspin. Den Waldner mit der Vorhand parieren möchte. Von der Netzkante ins Aus. Erster Matchball Jakub Kosowski. Was spielt Waldner jetzt? Den Rückschlag. Wieder lang über die Rückhand. Jakub Kosowski gewinnt mit 12 zu 10 im fünften Satz gegen Jan-Ove Waldner und bringt den SV Blüderhausen mit 2 zu 1 in Führung. Die DTTN wird Ihnen präsentiert von Butterfly.